Mein Fuß ist eingepennt. Das ist suboptimal. Aus diesem Grund werden wir hier schön weiter zocken. Und es leckt wieder ein bisschen. Also wenigstens ist er gesagt. Wir müssen hier ein bisschen schauen, dass wir hier ein bisschen ihr wisst, was ich sagen will. Da schön draufhalten. Und es leckt wie die Hölle. Gummi geben. Und jetzt müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das ein bisschen koordinieren. Gehen wir hier in die Zangenbewegung. Haut mal die Artillerie weg, Jungs. Kanonenkugeln. Haut auf den General drauf. Da drauf halten. So, Chefs, du haust hier mal drauf. Du knallst hier einfach mal mitten in die Chefs rein. Sir, Sir, unser General wird angegriffen. Gut, dann ziehen wir ihn halt einfach zurück. Zurück, mein Freund. Okay. Wir hier ein bisschen delegieren, dass die Leute auch mal. Hector. Wir haben den General getötet, Sir. Jetzt werden sie aufgeben. So, und jetzt. Aufhören zu schießen, ihr Vollidiot. Warum? Ah, die haben ständig auf meine eigenen geknallt. Knallt die einfach schön weg, die Chefs, die. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört knalle bald sie ihnen. Weg, knalle sie weg, knalle sie weg. Und sie sind weg. Und Neapel gehört uns. Wir verschwenden. Hooray! Wir haben neue Ländereien. Wir haben neue Ländereien. Da-da-da-dam. Da-da-da-dam. Ja, so schnell kann das gehen. Boom. Hurra! Hurra! Ho! Huiuiui. Huiuiui, guckt euch das mal an. Müssen wir hier jetzt mal ein bisschen. So. Okay. Gut. Hebt die Stimmung. Nice. Gut, gehört uns dann. Speichern wir hier nochmal, falls etwas passieren tut. Und dann lassen wir doch mal die Runde ins Rollen kommen. Ich werde nicht gegen Österreich in den Kampf kriegen. Wollen wir was trinken? Oder der wird jetzt München nicht mehr hergeben. Holt er sich noch Innsbruck zurück? Der alte Schlawiner.
Ja, komm du da mit deinem blöden Schiff. Kannst mir gar nichts! Okay, hier kam mir schon was, aber ihr wisst, was ich meine, so. Aufgrund der Verbreitung aufklärerischer Ideen durch Forschung und Bildung ist in dieser. Ja, halten Sie den Rand, das habe ich begriffen. Weil ich nämlich weiß, dass die Chefs hier. Ja, wir werden wahrscheinlich eine Rebellion niederschlagen müssen. Das Problem ist nämlich, ich brauche halt noch eine Runde. Die werden jetzt die ganze Zeit alles zerstören, sagen wir mal so. Ja, werden wir das mal so machen. Die werden jetzt werden in der nächsten Runde zwei Rebellionsarmeen haben, da bin ich mir sicher. Und werden da eine Entschuldigung, eine Rebellion niederknüppeln müssen. Es lässt sich wohl anders nicht verhindern. Aber wir sind ja gut ausgerüstet mit der Armee. In dieser Provinz sind aufgrund der Ich weiß. Das Problem ist, ich kann der nächsten Runde wird es eine Rebellion geben. Ihr seht hier, wenn ich die Rebellion niedergeknüppelt habe, was folgen wird, werden wir das halt machen müssen. Und das werde ich jetzt auch machen. Möglichst schnell, damit wir das Thema vom Tisch haben. Und Österreich hat wohl eine Unmengen an Geld, das man einfach zum Fenster rausklatschen kann. Der Russenkopf, der geht auf Entdeckungsreise, um versuchen, meine Schiffchen kaputt zu machen. Aufstände Ich wachsen mit der weiß, Zeit ich habe an, es wenn man ihnen begriffen. nicht Einhalt gebietet. Ich habe es Handeln. begriffen. Ich habe es begriffen. Genau. Jetzt seht ihr, jetzt ist das passiert, was ich dazu meinte. Jetzt sind hier Rebellionstruppen entstanden. Und die sind halt wirklich so, die sind erst wieder weg, wenn wir die blöden Köpfe weggehauen haben. Und die werden jetzt hier natürlich einen auf dicke Hose machen. Wir werden jetzt hier mal schauen, wie sich das ausbreiten tut. Sonst werden wir halt gucken. Also die E-Revolutionäre. Es hat immer eine Armee ist ziemlich schwach und eine ist ziemlich stark. Aber wir werden jetzt mal gucken, was die so treiben. Manchmal greifen sie einem sofort an. Werden wir dann schnell schauen, ob wir das so gebacken kriegen oder ob wir das am besten gleich sein lassen. Mit der. Das ist aber nett von Ihnen, Herr Pius, dass Sie mir da zu Hilfe eilen, obwohl er wahrscheinlich nur darauf aus ist. Du gehst schön weg, du hässlicher Kopf. So, jetzt hier mal speichern. Ich will mal schauen, ob ich selber spielen muss oder. Nee, muss ich nicht. Gut. Sehr gut. Seht ihr? Verwüstung durch Armee. Ja, nee, ist klar, Murat, hä? Wer ist denn hier mit seiner Scheißarmee ständig am rumgammeln und will mich kaputt machen? So, dead, tot, hast du verdient. So, schön hier wieder rein. Und schon haben wir die Bürger auf unserer Seite. Einmal musste hier mal jemand mal gucken. Ja, seht ihr? Auch selbst mit Steuern haben wir die auf unserer Seite. Jetzt werden wir hier unseren Chef hier behalten. Dich werde ich dir einverleiben. Das möchte ich nämlich nicht. Oh, ich kann schöne Chefzentren errichten, um dann alles auf der höchsten Stufe zu haben, falls dann
Aber hier muss jetzt erstmal ein bisschen beruhigt werden in den Ländereien. Ich werde hier auch nichts bauen, was mit dem zu tun hat. Das ist nämlich wieder minus 1 Zufriedenheit. Das hat noch nichts. Das lässt die relativ kalt. Wir speichern hier schön, damit das auch schön erhalten bleibt. Wie gesagt, wenn das mal steht, das Opernhaus, sowie die Sache hier fertig ist, sowie der Weinkeller hier auch voll ist, dann sind die Italiener wieder zufrieden. Denn mit Wein hat man bis jetzt noch jeden begeistern können. Und wie gesagt, also hier einzumarschieren wird dann das geringste Problem für uns sein. Was mir etwas Sorgen macht, ist das da hier, weil ich nicht weiß, wie lange der Herr Napoleon hier dicht halten kann gegen die Chefs hier. Weil wenn ich das hier sehe, eben deutsche, ungarische Füsiliere und Dragoner, das ist auch wieder so eine fette Armee mit all diesen 16 Sternen Generäle. Da Winkelgrüße, Schmidt. ist man schon mal ein bisschen vorsichtiger, was das Ganze betrifft. Aber wir wissen natürlich nicht, was er natürlich hier in Paris. Hier in Paris zum Beispiel steht auch schon wieder Napoleon. Hier ist auch wieder ein 6-Sterne-General. Wir dürfen nicht vergessen, die haben auch Dragoner. Was ich bis jetzt immer noch nicht begreife, warum er nicht auf ein höheres Level sich upgradet, damit er endlich seine Elite-Truppen fabrizieren kann. Das weiß wohl im Endeffekt nur er selbst. Ich nicht, weil wenn ich mit Frankreich das gemacht hätte, hat sich der Innsbruck zurückgeholt. Ich glaub's nicht. Genau, jetzt hat der auch wieder keinen Grund mehr da einzurücken. Ich versuche nochmal mit den Russenköppen etwas auszuhandeln, dass die mir nicht mehr auf den Nerv gehen. Gehen wir da mal hin. Vielleicht will der ja Frieden anbieten, bloß Zahlung. Wir haben ja das Geld. Und noch ein das. So, neutral sind die Russen. Somit hat sich das für uns erledigt. Wir sind aus dem Kriegsgeschehen erstmal wieder etwas draußen. Wir können uns hier schön auf Palermo konzentrieren. Und das wird wohl so sein. Deswegen, wir haben jetzt hier alles so aufgegleist, damit hier eigentlich bald nichts mehr daran hindern sollte, hier bald abzurücken, hier nur ein paar Miliztruppen zurückzulassen. Palermo uns zu holen, wieder ein paar Miliztruppen hier zurückzulassen und dann gehen Osten zu gehen. Luftbrasung. Gehen Osten. Ordentliche Wie gesagt, wir können uns dann auch noch Bewegung. entscheiden, wollen wir bei Frankreich bleiben, wollen wir das Bündnis brechen mit Frankreich und uns den Chefs hier anschließen. Das können wir dann immer noch ganz spontan entscheiden, denn gegen hier oben haben wir eigentlich gut Luft, müssen dann einfach zu Hause schauen, dass es mit lasst es mich sagen, dass es zu Hause mit den Spaniern gut läuft, damit die uns nicht gleich wieder weghauen. Aber da ist man ja relativ flexibel in unserer Position. Das ist halt das Praktische mit Portugal. Wir sind eigentlich an kein konkretes Ziel gebunden. Okay, Frankreich haut uns sowieso alles weg, was in der Nähe von uns kommen will. Wird er sich wahrscheinlich auch Baden-Württemberg zurückholen. Russland wird sicher auch ganz glücklich sein, nicht mehr mit uns im Krieg zu sein. Ich werde wahrscheinlich dem Zaren noch ein Staatsgeschenk. Ja, ich weiß, dass mein Dings da ist, aber Wayne interessiert. Und hier, der hat sich das wieder zurückgeholt. Das hier kann er vergessen. Seht ihr, Stuttgart gehört jetzt auch schon Österreich, also von dem her ist da eigentlich nichts Großes bei. Ich weiß nicht, wie lang. Es sieht in dieser Runde sieht es wohl so aus, als würde Frankreich weggefegt. Oder vielleicht fängt das sich auch wieder, aber es sieht nicht so stark danach aus. Hier hat sich noch bis jetzt noch nichts getan, oder? Es hat noch im Bau der
Ja, braucht noch zwei Runden, damit wir hier uns dann mal Richtung Palermo aufmachen können. Denn wie gesagt, also diese Popelarmee hauen wir selbst mit geschlossenen Augen weg. Da sollte das absolut kein Problem sein. Und es sieht wohl so aus, als wäre der Part eh gleich vorbei. Da werde ich hier mal verfrüht beenden. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, obwohl es ja in letzter Zeit wie Inhalt nicht sehr viel Spannendes gibt. Das tut mir leid, weil ist halt Total War. Ich bin halt keine Großmacht in diesem Sinne. Muss halt immer wieder ein bisschen abwägen, wem ich mich jetzt anschließe, was ich planen will, was ich machen möchte. Weil es sieht bald danach aus, als müssten wir uns entscheiden, ob wir uns gegen Frankreich stellen oder uns für Frankreich entscheiden und bald diesen unausweichlichen Krieg gegen Österreich, Russland, Preußen sowie Großbritannien führen müssen. Aber wir haben noch etwas Zeit, das ist ja das Schöne dran. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen, auf Wiedersehen.